Hallo Leute, wir sind hier bei dem berühmten Komponisten Jan Kocir. Grüß Gott, Herr Professor Kocir. Grüß Gott, alle miteinander. Und werden mit ihm ein Workshop-Gespräch über seine Komposition Max und Moritz machen. Wir sind aus der Klasse 8b des Oskar-von-Müller-Gymnasiums München und heißen Anton Hiel, Cengiz Grauberger, Nicola Rusbock, Juli Eberlein, Philipp Rakette und Philipp Gruner. Übrigens ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unseren Rektor, Herr Rieger, dass er uns für dieses Interview einen ganzen Vormittag gemeinsam mit unserer Musiklehrerin Barbara Haas freigegeben hat. Okay, bevor es losgeht, sagen wir euch, um was es überhaupt geht. Die Sendung, sie heißt Schüler machen Radio, die wir für euch produziert haben, beabsichtigt, euch anspruchsvolle Musikthemen aus der ernsten Musik und der Unterhaltungsmusik vorzustellen. Heute den Komponisten und Dirigenten Jan Kocir und seine Komposition Max und Moritz. Wir sind hier in Herrn und Frau Kociers Wohnung in Unterkargen bei München. Sitzen im Kreis. Jeder von uns hat ganz bestimmte Fragen zu seiner Komposition Max und Moritz vorbereitet. Und diese werden wir Herrn Professor Kocir stellen. Bevor wir hier eingetroffen sind, haben wir uns mit Frau Dr. Haas in unserer Schule regelmäßig getroffen, Partitur und Musik zu Max und Moritz kennengelernt, einiges zum Komponisten Jan Kocir erfahren und uns eben dem Gedanken zum Verlauf des Interviews gemacht. Doch nun zu unserem Interview und damit zu Herrn Professor Jan Kocir. Herr Professor Kocir, Ihr Musikstück Max und Moritz, Opus 127, schrieben Sie 1991 für 4 Posaunen. Was bedeutet der Untertitel Suite in 7 Streichen für Posaunenquartett? Ja, eine Suite ist, das müsstest du eigentlich wissen, eine Folge von Musikstücken. Das ist schon ein uralter Titel. Ich meine, man kann es sagen, es sind 7 Sätze, nicht? Ich habe dann daraus 7 Streiche gemacht, was natürlich dem Text von Busch nahe kommt, nicht? Wie kamen Sie auf die Idee, Max und Moritz von Wilhelm Busch zu vertonen und warum verwendeten Sie dafür 4 Posaunen? Ja, das ist eine Geschichte, die muss ich ein bisschen erklären. Also erstmal kenne ich dieses Sloka-Quartett, das habt ihr ja gehört, schon eine längere Zeit. Die haben ein Stück von mir gespielt, das heißt Cinq Impromptus. Und wie die das in der Öffentlichkeit gespielt haben, da habe ich gesehen, dass zwei von den Posaunisten besondere Begabung für Entertainer haben. Und man hat so das Gefühl gehabt, wenn diese 4 da auf der Bühne standen, die wollen auch gerne ein bisschen in Aktion treten, nicht? Und da bin ich eigentlich auf diese Max und Moritz gekommen, weil eben zwei von denen der eine den Max und der andere den Moritz verkörpern konnte. Das konntet ihr natürlich jetzt beim Hören nicht wissen, das kann ich euch aber erklären, wenn ihr das wissen wollt. Wenn man die Bubengeschichte Max und Moritz kennt, bemerkt man ja auch, dass sie nicht den vollständigen Text von Wilhelm Busch in ihrer Musik verwendet haben. Warum denn nicht? Ja, ich habe natürlich nur den Text genommen, der die Streiche am kürzesten beschreibt. Denn das ganze Gedicht vom Busch ist ja lang und das würde die Musik zu sehr auseinanderreißen. Und jetzt habe ich da einen kurzen Auszug von jedem Stück gemacht. Und es ist immer das Problem, wie soll man das aufführen? Wir haben eine Aufführung gehabt, wo ein Sprecher den Text dazwischen gesprochen hat. Das hat mir nicht so gut gefallen. Dann gab es ein Berliner Ensemble, die haben was sehr Nettes gemacht. Die haben den Text überhaupt nicht gesprochen, sondern die hatten einen Zeichner gehabt, der ihnen große Tafeln gezeichnet hat, von jedem Streich richtig die Zeichnung vom Busch vergrößert. Und dann haben sie nach jedem Satz oder jedem Streich das Blatt umgewendet und da hat der Zuhörer gesehen, worum es ging. Sind Ihnen Max und Moritz schon von Ihrer Kindheit bekannt? Aber ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob es euch noch bekannt ist. Es ist natürlich schon wieder eine andere Generation. Ja. Die Musik im Prolog, also zu Beginn von Max und Moritz, habe ich im Epilog, also am Schluss, wiedererkannt. Wobei im Prolog ich den Eindruck hatte, dass dort die Musik nicht so traurig klingt wie im Epilog. Ja, das hat natürlich den Grund, dass man am Anfang noch ganz unbefangen diese beiden betrachtet. Und das ist also in Dur, diese Prolog-Musik.
Und im Epilog, da sind sie halt schon hinüber, nicht? Und da sind wir alle traurig. Gleich zu Beginn sieht man aus der Partitur, dass zwei der vier Posaunen, nämlich die dritte und die vierte, die Lausbuben Max und Moritz darstellen sollen. Nur wie machen Sie das eigentlich? Posaunen kann man eine ganz andere Klangfarbe geben, indem man Dämpfer aufsteckt. Und das hatte ich damit gemeint, dass die beiden Hauptfiguren so quasi aus dem Hintergrund heraus sich hineinschleichen, nicht? Denn sie sind ja Lausbuben. Heißt das, dass wenn Max und Moritz auftauchen, dass die Instrumente dann immer mit Dämpfern spielen? Ja, nicht immer. Manchmal ja, nicht immer. Denn man kann das natürlich nicht strapazieren, diesen Klang, nicht? Ich habe das Gefühl, dass Sie ganz bestimmte Dinge in der Max und Moritz Geschichte musikalisch vorstellen. So beispielsweise im ersten Streich an der Stelle und ein stolzer Hahn dabei. Oder wenn nicht nur der Hals der Hühner lang und länger wird, sondern auch ihr Gesang bang und bänger. Ja, also die Hühner, die sind ja gleich im Anfang auch wieder mit gedämpften Instrumenten, die also lautmalerisch ganz deutlich das Krähen vom Hahn und das Gackern von den Hühnern machen. Diese Frage nach dem Hals, der lang und länger wird, ja, das kann man natürlich schon sehen, dass da ein Trick angewandt wird, den man nur auf der Posaune machen kann. Nämlich ein Glissando. Ein Glissando bedeutet ein Ziehen des Tons auf den nächsten ohne Zwischentöne. Und das jault so ein bisschen, nicht? Und dann hat man das Gefühl, aha, jetzt gehen sie drauf. Oder im zweiten Streich meine ich wirklich das Schmurgeln der Hühner in der Pfanne zu hören. Da haben alle vier Posaunen den Dämpfer drauf. Und die machen dann auch wieder einen technischen Trick. Sie spielen das mit Flatterzunge. Flatterzunge heißt, dass man beim Blasen ein Rrrr macht. Nicht? Und dadurch kommt dieses seltsame Geräusch raus, was wir als Brutzeln übersetzen könnten. Sogar das Schnupftiwupp, wenn Max und Moritz mit der Angel die Hühner durch den Schornstein ziehen, kann man in der Partitur sehen und hören. Ja, natürlich. Das ist dann so gemacht, dass zwei Posaunen auch wieder dieses Glissando verwenden, dass man, was aber jetzt aufwärts geht, wo man das Gefühl hat, aha, jetzt geht die Angel, wird jetzt hochgezogen. Ne? Im dritten Streich und Max und Moritz mit der Säge Ritze Ratze die Brücke am Haus von Schneider Böck ansägen, ihn mit Schneider Mac 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 hänseln. Und er plumps ins Wasser fällt. Ja, also die Brücke, die wird auch wieder mit Flatterzunge und Dämpfer dargestellt. Und das ist also ganz einfach zu hören, dass das also eine Säge ist, nicht wahr? Dann das Plumpsen ins Wasser, das ist eigentlich auch nicht schwer zu hören. Da gehen also die Posaunen, die gehen in ihre tiefsten Noten runter, nicht? Und dann hört man auch wieder, wie er rausgezogen wird,
denn das kann man natürlich alles nicht genau beschreiben, dass da diese Gänse ihn daraus holen. Das muss man sich schon selber vorstellen. Im vierten Streich meine ich wirklich zu hören, wie Meister Lempel in die Kirche die Orgel spielt. Mit sanfter Ruhe seine Kirche abschließt und mit freudigen Schritten zur heimatlichen Hütte sich begibt. Und dann das Rums, wie die Pfeile mit Getöse losgehen. Dieses Orgelspiel ist ja ganz deutlich zu hören. Aber während die Orgel noch spielt, dann hört man schon wieder mit Dämpfern den Max und Moritz sich davonschleichen zu seiner Wohnung. Und dann kommt immer noch mal ein bisschen Orgelgetön. Aber dann sind die schon dabei, um diese Pfeife zu stopfen, während der gute Lehrer Lempel dann nach Hause kommt und sich in aller Gemütsruhe die Pfeife ansteckt. Das Krabbeln der Maikäfer, die im fünften Streich wichtig sind, ist, glaube ich, schon gleich am Anfang zu erkennen. Das Thema vom Onkel Fritz kommt ja etwas später erst dazu. Und da ist er ja noch ganz ruhig und schläft da also fest, bis dann diese Maikäfer da wild werden. Nicht? Das merkt man ja auch, dass da ein Gesause entsteht. Das ist wieder eine Kombination von Flatterzunge und gebundenen Noten, die also so ein, ja, also so ein Sausen von den Flügeln von den Tieren wiedergibt. Auch wenn Onkel Fritz zu Bett geht, taucht eine ganz bestimmte Melodie auf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ja, ja. Gleich erscheint der Meister Bäcker und bemerkt die Zuckerlecke im sechsten Streich, merkt man schon im Rhythmus, dass jetzt gleich etwas passiert. Also jedenfalls, da ist noch alles ganz lustig, es ist ein Walzerthema, aber dann merkt man schon, dass die beiden da in Schwierigkeiten kommen, sind da in diese Tonne gefallen mit dem Teig. Und der Meister Bäcker, der findet sie da und wälzt sie da. Und dieses Wälzen, das kann man hören. Das sind die Posaunen, gehen zusammen hin und her, dass man merkt, aha, die werden jetzt zu Broten gewälzt. Und dann kommen Triller in den Posaunen. Das heißt so viel, dass sie also ins Feuer kommen, in den Ofen hinein. Ja, und dann sind sie also richtig zu Broten gebacken, nicht? Die Posaunen klingen am Anfang vom letzten Streich wie Musik zu einer Beerdigung. Das ist deswegen, weil das der letzte Streich ist und Wilhelm Busch ja nicht umsonst sagt, Max und Moritz, wehe euch. Also, da merkt man schon, da geht's schlecht aus. Ja, sogar das Korn, wie es rinnt, kann man heraushören und sogar in der Partitur entdecken. Ja, das ist eben der Bauer Mecke, der diese Maltersäcke wegträgt, wo die da Löcher reingeschlitzt haben. Und das ist wieder ein technischer Trick der Posaunen. Dieses Rinnen kann man dadurch deutlich machen, dass man eine sogenannte Doppelzunge bläst. Das heißt also ticke, 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 ticke.
warum die Melodie Auf in den Kampfe? Ja, das ist eigentlich so als Parodie gemeint, nicht wahr? Das heißt ja, das geht also nun in die Mühle, wo sie zermahlen werden, und deswegen wird diese Melodie Auf in den Kampf Torero auch noch verfremdet und komisch dargestellt, ne? Dann auf einmal steht da auf der letzten Partiturseite: Alle Menschen müssen sterben. Alles Fleisch vergeht wie Heu. Das Posaune 3 und 4 spielen. Der Text ist ja sicher nicht von Wilhelm Busch. Die Melodie ist doch auch von jemand anderem, oder? Das Kirchenlied und ist kombiniert mit der Musik vom Prolog. Da habe ich eine sehr witzige Aufführung gehört, gerade von diesen Berliner Leuten, die mit Bildern das gemacht haben. Da hat tatsächlich der eine Posaunist seine Posaune weggelegt und hat den Choral gesungen. War natürlich ein großer Erfolg beim Publikum. Bei den Hinweisen, dies war der erste Streich oder dies war nur der zweite Streich und so weiter. Und auch ganz am Schluss, bei Gott sei Dank, nun ist es vorbei, ist mir aufgefallen, dass sie immer alle vier Posaunen zusammenspielen lassen. Ja, das ist immer so ein kleiner Rauschmeißer. Wenn man Ihren Werkkatalog anschaut, Sie haben zum Beispiel das Konzert für Trompete, Posaune und Orchester komponiert oder auch die Bois-Symphonie oder das Concertino für Posaunenquartett und Orchester, so bemerkt man, dass Sie eine Vorliebe für Blasinstrumente haben. Habe ich recht? Ja, also das ist eigentlich in letzter Zeit, habe ich mich sehr spezialisiert, gerade auf Blechblasinstrumente, weil das eine Sparte ist, die in Deutschland noch ganz unterbewertet ist, im Ausland aber desto mehr. Also vor allen Dingen in Amerika und in England gibt es da eine große Tradition, und hier kennt man das noch sehr wenig und man verwechselt das immer mit einer Dorfblasmusik. So ist das ja nun nicht, denn es soll ja eine richtige Blechbläser-Kammermusik sein. Wenn man Ihre Biografie liest, erfährt man, dass Sie 1911 in Amsterdam geboren wurden. Jetzt leben Sie in Deutschland. Wie kam das dazu? Ja, ich bin ja schon furchtbar lange hier. Also ich meine, bin mit 3 Jahren schon nach Berlin gekommen mit den Eltern. Und dann war ich während des Krieges wieder in Holland und bin 1950 nach München gekommen und bin seitdem hier. Wollten Sie schon immer Komponist werden oder eher Dirigent? Das ist schwer zu sagen. Beides kam eigentlich gleichzeitig. Denn beim Studium, beim Dirigieren, da hat man ja auch den nötigen Unterricht in Theorie und Kontrapunkt bekommen. Und so hat eigentlich das eine das andere angeregt. Und es ist immer gleichzeitig gegangen. Auf der CD spricht der Sprecher, der die Streiche von Max und Moritz erzählt. Nicht wie in der Partitur eingezeichnet, gemeinsam mit den Instrumenten, also gleichzeitig, sondern immer vor der Musik. Warum? Ja, das hat eben den Grund, dass es nicht zu verstehen gewesen wäre, das sagte ich ja schon am Anfang, dass der Text in der Musik hinein nicht gut wäre. Das steht in der Partitur nur deswegen über der Musik, weil man genau wissen soll, da geschieht das, da geschieht das. Gut. So Leute, jetzt habt ihr viel über Jan Kocziers Max und Moritz Opus 127, eine Suite in 7 Streichen für Posaunenquartett, erfahren. Bevor ihr nun das ganze Stück zu hören bekommt, bedanken wir uns Anton Hiel, Cengiz Grauberger, Nicola Rusbach, Juli Eberlein, Philipp Rakette, Philipp Gruner. Ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Kozier, für dieses Interview. Na, ich fand es aber ganz reizend, dass ihr da wart. Jetzt wollt ihr sicher auch wissen, wie es nach dem Interview weiterging. Eine Woche später sind wir zum Schnallen gegangen ins Tonstudio der Musikhochschule in München. Auf der Rückfahrt vom Interview in die Schule waren wir uns darüber dann im Klaren, dass wir den Text des Sprechers auf der CD selber sprechen wollen. Und zwar so, wie in der Partitur vorgesehen, den Text unter die Musik zu legen.
Drei Musikstudenten der Hochschule, Angelika, Christina und Markus, halfen uns dabei. Was dann bei der Produktion im Studio so alles schiefgehen kann, könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen. Es ist wirklich nicht einfach, erstens die Partitur zu verfolgen und dann genau im richtigen Augenblick den vorgesehenen Text drüber zu sprechen und dabei auch keine Fehler zu machen. Das war abenteuerlich. Aber macht euch selber ein Bild davon. Als man das im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei. Super, du bist erlöst. Nikola, du bist dran. Harte erlöst. Na, war's schlimm? Nö. Fantastisch. Da kriegst du ein Bild. Oh yeah. So schlimm. Das ist das Tempo. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. Und jetzt Kaugummi raus. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. Meister Müller. Nee, warte. Ich geh mal raus hier. Nein, nicht du auch noch. Ich mach überhaupt nichts, sitz hier ganz still. Wirklich? Ja, ich mach hier nichts. Ich hab mir mit dem Philipp, der bringt dich zum Lachen. Ey, Haus raus, Haus raus. Oh, merci. Nackt. Anga. Abacka. Stopp, jetzt seid leise. Halt's mal. Jetzt kommt euer letzter Streich. Das sind Freunde, du. Aber nichtsdestotrotz haben wir es geschafft. Hier ist das Ergebnis. Wenn ihr Lust habt, dann holt euch schnell das Max und Moritz Buch aus dem Bücherregal und schaut die Bilder an, während ihr die Musik hört. Viel Spaß beim Anhören und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Seht, da ist die Witwe Bolte. Ihre Hühner waren drei und ein stolzer Hahn dabei. Hahn und Hühner schlucken munter, jedes ein Stück Brot hinunter. Ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und banger. Jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen. Die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht.
Schnuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schnuppdiwupp, dich haben wir. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt zugleich. Jedermann im Dorfe kannte einen, der sich Böckmann nannte. Vor des Meisters Hause floss ein Wasser mit Gebrause. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge. Ritze, Ratze, voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Hey, heraus, du Ziegenböck! Schneider, Schneider, meck, meck, meck! Schnelle springt er mit der Elle über seines Hauses Schwelle. Und schon ist auf der Brücke. Krax, die Brücke bricht in Stücke. Plumps, da ist der Schneider weg. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt zurück. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lempel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele. Schlichen sich die bösen Buben in sein Haus, in seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Und geschwinde Stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine Kirche zu, lenkt freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte. Und voll Dankbarkeit sodann zündet er sein Pfeifchen an. Rums, da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß. Sich nun erhob, sieht man Lempel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt. Doch er hat was abgekriegt. Mit der Zeit wird alles heil, nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt zugleich. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. Max und Moritz immer munter schütteln sie vom Baum herunter. Fort damit und in die Ecke, unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zipfelmütze. Doch die Käfer Kritze Kratze kommen schnell aus der Matratze. Schon fasst einer der voran Onkel Fritzens Nase an. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Dieses war der fünfte Streich, doch der sechste folgt zugleich.
süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschen Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Backhaus zugemacht. Also will hier einer stehlen, muss er durch den Schlot sich quälen. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Gleich erscheint der Meister Bäcker und bemerkt die Zuckerlecker. 1, 2, 3, eh man's gedacht, sind zwei Brote draus gemacht. In dem Ofen blüht es noch, ruff! Damit ins Ofenloch. Ruff, man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, sie sind perdu, aber nein, noch leben sie. Und der Meister Bäcker schrie: Ach herrje, dann laufen sie! Dieses war der sechste Streich, doch der letzte Erfolg zu dem. Löcher in die Säcke schneiden. Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Hey, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps, in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, hell heran, male das, so schnell er kann. Ricke, racke, geht die Mühle mit Knacken. Hier kann man sie nun erblicken, fein geschroten und in Stücken. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.